Freistaat Thüringen. So digital ist Thüringen. Digitales Leben auf dem Land. Es spricht René Kolbe von der Paaren Agrar GmbH und Co. KG. Im Bereich der Landwirtschaft haben wir in den letzten Jahren im Bereich der Digitalisierung viel investiert. Uns war es wichtig, genaue Aufzeichnungen zu haben und das Zweite war, effektiver zu werden. Ja, hier ist unsere automatische Arbeitszeiterfassung und mit diesen Daten sind wir in der Lage, Echtzeitaufzeichnungen zu machen und am Ende des Auftrages gehen die online direkt in die Buchhaltung zur weiteren Verarbeitung. Das sind praktisch die GPS-Antennen. Auf jeder Maschine ist ein Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen, aber in den eigentlichen Lenkprozess braucht nicht mehr eingegriffen zu werden. Wir fahren auf einen Zentimeter genau. René Kolbe erklärt Details an den Maschinen auf dem Hof. Also hier haben wir unsere automatischen Melksysteme. Der Vorteil ist hier, dass die Kühe zu jeder Zeit, wenn sie wollen, fressen können. Sie können schlafen, wenn sie wollen und die gehen auch zum Melken, wenn sie wollen. Peter John spricht in Emmas Tag- und Nachtmarkt. Also wir befinden uns gerade hier im Emmas Tag- und Nachtmarkt, der ersten digitalen Infrastrukturplattform für den ländlichen Raum. Tatsächlich in Altengottern, im Herzen Deutschlands, in Thüringen. Eine Kundin schildert beim Einkaufen ihre Erfahrungen. Ja, der Markt hier in Altengottern ist sehr schön. Er bereichert uns einfach. Wir können zu jeder Tages- und Nachtzeit einkaufen gehen. Und das ist super. Geschäftsleiter Peter John spricht erneut. Wir haben in unserer digitalen Infrastrukturplattform nicht nur einen Laden mit 1200 Produkten, sondern auch noch eine Paketstation. Man kann quasi alle Produkte aus dem Markt sich reinliefern lassen, aber auch Pakete oder andere Sachen können hier reingeliefert werden. Eine alte Person sitzt im Wohnzimmer mit einem Tablet. Auf dem Bildschirm ist eine junge Person zu sehen. Und wie geht's? Wir waren gerade Mittagessen in der Mensa. So digital ist Thüringen. Im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft.